Topfgucker TV empfiehlt. Ich empfehle Ihnen heute unsere Beilage. Also wollen wir machen zum Ersten gebratene Pfefferling und dann Pellkartoffeln mit Rosmarin, also die traditionelle Rosmarinkartoffel, was wir in Italien sehr oft essen. Hier zum Ersten haben wir unsere Pellkartoffel, das wird mit Rosmarin gebraten. Dann haben wir unsere Pfefferling mit Zwiebeln und Knoblauch gebraten. Bisschen Rucola, das macht frische das Teller. Chicory, das gleiche, nutzen wir als Deko. Die scharfe Peperoni, was in Italien sehr oft gegessen wird, das passt gut mit der Kartoffel. Und am Ende frische Kräuter aus unserem Garten. So, zum ersten halbieren die Kartoffeln, die sind schon klein, die braucht nur halbieren, ohne Schälen. Weil die Schale gibt ein bisschen knackig unter die Zähne dann, unter die Zähne. Bisschen Rosmarin vorbereiten und ein bisschen frische Thymian. So, das einfach. Dann stellen wir hier, lassen wir die Pfanne ein bisschen warm. Kleine Schluck Olivenöl. Teilen wir das Öl für die ganze Pfanne. Und jetzt nehmen wir unsere Kartoffel. So. Die sollte sich braten mit großer Flamme. So, ein bisschen Salz. Die sollte ein bisschen dunkler als goldene Farbe sein. Fast fertig und zum Schluss stellen wir unsere Kräuter drauf. Kräuter ist wichtig immer zum Ende, weil die Kräuter die sollte Duft geben, mehr als Geschmack. So, das sind unsere Rosmarinkartoffeln. Zum Ersten Pfefferling richtig sauber machen mit Wasser, obwohl die Pilze, die Pilze sind immer empfehlen, ohne Wasser zu waschen, aber die Pfefferling ist besser. Und in die Wasser immer ein bisschen Mehl, ein paar Löffel Mehl, weil die Mehl zieht sich die ganze Erde, welche ihr in die Bohre hat, die Pfefferling. Und nur so können sie richtig helle bekommen. Schluck Olivenöl. Das gehört zu der mediterranischen Küche. Verteilen. Zwiebeln. Und eine Zehe Knoblauch ganze. Dann entfernen wir. Zwiebeln kurz braten, ganz kurz oder sonst wird schwarz. So, und die unsere Pfefferling rein. Schön mit riesengroßer Flamme braten. Wenn die Zwiebel fängt an ein bisschen dunkel, macht man eine kleine Schluck Wein. So, lassen wir die Wein evaporieren. Und bei den Pilzen ist wichtig, die Knoblauch sollte nicht schwarzer sein. Weil wenn die schwarze wird, die Knoblauch, das heißt, die Pilze sind giftig. Salz. Pfeffer. Und ein bisschen Thymian. Die Thymian ist das Kräuter für die Pilze. So, jetzt entfernen wir die Knoblauch. Und wie schön die Beilage ist vorbereitet. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de